Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück. Heute ist Samstag und ich liebe das Wochenende, auch wenn ich zurzeit nicht arbeite, wegen dem zweiten Lockdown, der ja zurzeit ist. Also mein Nagelstudio ist ja geschlossen und ich bin den ganzen November zu Hause. Aber es ist keine Schule, ich muss nichts. Also ich habe morgens ganz viel Zeit einfach. Ich kann ausschlafen, was ich aber nicht tue, weil ich einfach wach werde, weil unsere Tochter uns weckt. Aber ich kann ganz gechillt morgens in Ruhe einen Kaffee trinken und mein Video schneiden. Also von gestern, weil ich ja jetzt zurzeit täglich Vlogs hochlade. Und das genieße ich sehr. Jetzt mache ich gerade Frühstück. Ich habe euch gestern in dem Vlog erzählt, dass wir Besuch haben. Also Calvinos Freund ist da. Und Bernd ist arbeiten. Dem habe ich schon alles, also auch Frühstück gemacht. Der hat alles mitgenommen. Der muss nicht hungern und ich bereite jetzt gerade Frühstück vor für die Jungs und mich. Das ist für Calvino, der mag zurzeit total gerne so Fenchel-Anis-Kümmeltee. Ich glaube, das ist selten. Und dann backe ich hier Brötchen auf. Ich habe zwei Laugenstangen schon vor 10 Minuten oder so rausgeholt, dass die schon mal antauen können. Da holen wir immer die vom Aldi. Ja, so. Brötchen. Mache ich für die Jungs mal Käsebrötchen. Einfach so mit Käse überbacken. Da stehen die doch bestimmt total drauf. So. Aber ich wollte erst in Ruhe das Video schneiden, dass das jetzt hochladen kann. Und das habe ich auch geschafft. Und ich mache hier eine Liste gerade für das Wochenbett und die Geburt, was ich alles noch so brauche. Einiges habe ich schon. Ich habe es trotzdem aufgeschrieben. Das kann ich dann einfach so abhaken. Und den Rest muss ich halt echt noch besorgen. Das ist noch voll viel. Also wir haben so wenige Anziehsachen nur fürs Baby, was ja jetzt nicht so schlimm ist. Da brauchen wir ja nicht so viel. Aber wir haben immer noch kein Beistellbett, kein Laufgitter. Ich habe keine Stilltops und so. Und das sind ja jetzt nur noch, ich bin heute 32. Woche. Wenn es jetzt um den Termin rumkommt, dann sind es ja noch 8 Wochen. Und gerade so Sachen wie das Laufgitter und das Beistellbett, das wollte ich gerne gebraucht bei eBay Kleinanzeigen holen. Und das waren immer ganz viele Angebote. Deswegen habe ich mir da überhaupt gar keinen Stress gemacht. Habe gedacht, dann ziehen wir erstmal in Ruhe um. Und wenn wir dann so langsam zur Ruhe kommen, dann schaust du mal schön bei eBay Kleinanzeigen. Ja, und immer wenn ich jetzt halt schaue, dann sind zwar ein paar Sachen da, aber dann sind die total abgenutzt oder total weit weg, was ja dann auch doof ist. Und ja, so gucke ich jetzt fast täglich hier rein und finde nichts. Und am Ende werden wir es wahrscheinlich neu kaufen müssen. Nutzt dann auch nichts, gell? Weil ich will jetzt auch nicht 100 Kilometer in die eine Richtung fahren fürs Beistellbett und 100 Kilometer in die andere Richtung fürs Laufgitter. Ich habe unser Sofa jetzt hier so ganz ausgezogen. Seht ihr das überhaupt? Jetzt ist das riesengroß. Und das ist richtig mega, wenn das so groß ist. Das ist richtig angenehm. Das machen wir immer zum Wochenende. So, der Bernd holt jetzt gleich nach Arbeit. Also der ist nochmal eben arbeiten. Nochmal eben arbeiten. Der ist arbeiten, es ist ja Samstag. Und dann ist er nochmal eben zur alten Wohnung paar Regale holen und so mit jemandem und dann kommt er gleich und dann können wir hier
zusammen chillen, ne, Smurfy? Ja, der Kamin ist schon an. Das seht ihr jetzt, glaube ich, nicht. Oh, doch, sieht man ein bisschen. Der läuft schon. Wir haben 25 Grad hier drin. Oh, das ist so muckelig, so richtig schön. Du genießt das auch, ne, Smurfy? Ja. Wir waren schön in den Feldern spazieren gerade. Ne? Eine große Runde gemacht. Lasagne habe ich vorbereitet, die ist jetzt im Backofen. Und ja, habt ihr gesehen, ich habe gesaugt hier unterm Sofa und so. Einmal die Woche mache ich das ja dann manuell. Ansonsten läuft hier täglich der Roboter. Calvino hat auch oben alles, sein Zimmer gesaugt und so. Und jetzt lädt der Roboter und dann kann der oben im Schlafzimmer noch saugen, weil unter dem Familienbett, da komme ich selber nicht so dran, weil das ist ja 2,80 Meter breit, da komme ich nicht runter. Da macht der Roboter nachher. Ja, und dann wollte ich einen schönen Film heute gucken, aber Entschuldigung, man findet ja immer nichts, ne? Habt ihr mal Tipps für Filme oder Serien? Also wir haben Netflix, wir haben Sky, wir haben Amazon Prime, also wir haben echt schon viel. Aber trotzdem findet man immer nichts. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben. Also bei meinen Eltern, da hatten wir nur so, ja halt ARD, ZDF, RTL und sowas. Da gab es ja sowas wie Netflix und so gar nicht. Und da hat man einfach geguckt, was abends um 7:45 im Fernsehen kam. Da, so auf RTL oder so, da war gar nicht die Frage, was gucken wir denn, was sollen wir denn gucken. Man ist so verwöhnt von diesen ganzen vielen Filmen und Serien, die so toll und aufwendig produziert wurden, dass man die so durchsuchtet und dann, ja, jeder Film soll ja dann noch immer besser sein als der davor. Ja, man ist halt richtig verwöhnt und deswegen fällt es einem immer schwerer, also, ja, was Tolles zu finden. Ja, mache ich mich gleich mal auf die Suche hier. Schaut mal, das ist das Geschenk für Bernds Mama. Die erfährt ja morgen mit als erstes, also nach uns. Ja, und als drittes, als viertes, fünftes. Ja, was es wird. Und was hast du reingemacht? Rosane Luftballons, ne? Ja. Gespannt, was sie sagt. Und was die anderen alle sagen. Dass wir das jetzt wissen. Die Oma wird egal sein. Ja. Oma. Ja. Das ist nicht schlimm. Ich sage, meine Oma ist sie halt. Smurfy ist auch egal. Hauptsache essen. Aber er mag kleine blonde Mädchen. Ne? Da kannst du draufspringen. Wenn die am Boden liegen, dann quietschen die so schön. Dann kannst du dich durchs Gesicht schlecken. Aber ich glaube, wenn er immer ein Mädchen hier hat, ein kleines, dann wird das langweilig. Das ist nur schön, wenn die Angst haben vor ihm. Ja. So, die Lasagne ist im Ofen. Die braucht noch halbe Stunde ungefähr. Ich habe hier unser super Salatdressing gemacht. Das ist die Schlagfix-Sahne. Ungefähr 20 Minuten, halbe Stunde die Lasagne. Ja, ja, dann fahre ich jetzt. Ja. Ja. Okay. Was wollte ich nochmal holen? Magnete, ja, für den Mülleimer und doppelseitiges Klebeband. Ja. Und du wolltest umtauschen, die Mopeds, die wir nicht brauchen. Bis gleich. Bis gleich. Na, Etty fragt, ob er fressen kriegt. Komm, Etty. Komm her. Ja, ja, du kriegst jetzt. Ja. Warte. So, okay. Ja, bis gleich, fahr vorsichtig. So, also. Ich war hier bei euch stehen geblieben. Ne? Das ist Schlagfix-Sahne, diese universelle, die ich euch schon ein paar Mal empfohlen habe, die wir immer nehmen. Eine halbe Zwiebel in Würfel, Essigessenz, Zucker und sonst nichts. Und schütteln. Und dann gibt es dazu Blattsalat, also einfach diesen Kopfsalat und die Lasagne halt. So, und ich decke jetzt, glaube ich, schon mal den Tisch, dass wir gleich einfach essen können. Dann kann ich euch ja noch eben das Regal zeigen, was Bernd geholt hat gerade. Das steht jetzt hier im HWR. Das ist aber noch dreckig. Ja. Tada!
hier war ja keins, also gar kein Regal. Hier war nur dieser Schrank. Und da steht das jetzt halt so dran. Muss ich noch sauber machen, weil wie gesagt, es stand jetzt sehr lange rum. Da ist es angeschraubt. Und der Lichtschalter ist jetzt etwas verdeckt, aber ist ja nicht schlimm. Ja, und Bernd holt jetzt vernünftiges doppelseitiges Klebeband, dass wir das hier irgendwie festmachen können. Genau. Und das habt ihr ja alles schon gesehen, wie wir das soweit bis jetzt hier gemacht haben. Es wird, sag ich euch. Können wir den jetzt nicht liegen lassen, den Müll? Oder den Schrömmel. Schrömmel. Der Schrömmel. Der Schrömmel. Also, der Schrömmel von Rüdiger außen, Ginter auf der rechten Seite und Max auf der linken zentral, Koretzka und Gündogan. Licht und vorne, Gnabry, Werner, falsche Sachen sieht. Und dann können wir noch eben erzählen, was abgegangen ist. Wir essen jetzt Eis vom Fernseher. Wir haben eine Serie gefunden. Scorpion, da wollten wir mal reingucken. Also ich habe die gefunden, du weißt noch nicht, worum es geht, ne? Und Murphy möchte auch ein Eis, kriegt aber kein. Und ich habe auf eBay Kleinanzeigen zwei Personen angeschrieben für ein Beistellbett anschauen und ein Laufgitter anschauen. Morgen würden wir das machen. Vor und nach dem Geburtstag. Auf eine Antwort warte ich noch. Und ja, vielleicht haben wir dann beides morgen erledigt, ne? Und bei Amazon habe ich einige Sachen in den Warenkorb gepackt. Hast du schon bestellt? Sowas wie Stoffwindeln. So, noch auch ein Tragetuch habe ich bestellt, also in Warenkorb gepackt. Keine Ahnung, das zeige ich euch alles, wenn es dann, wenn es soweit ist. Ja. Deutschland, Ukraine ist das. Länderspiel. Ja. Ja, gut. Dann danken wir euch fürs Zuschauen. Und sagen bis tschö mit Ö, bis zum nächsten Mal. Ciao.